Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ich bin im Interview mit Herrn Josef M. Redl vom Bayerischen Club. Was er da tut und warum wir das Interview halten, wird sich gleich ergeben in den Fragen und Antworten, die zustande kommen werden. Es geht letztendlich darum, was der Bayerische Club an Jugendförderung macht. Das ist zumindest der Schwerpunkt. Was ich gelesen habe, ist, seit 2001 verleiht der Bayerische Club alljährlich Preise an Abiturienten für herausragende schriftliche Seminararbeiten. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, gerade sowas zu fördern? Ach, das liegt auf der Hand. Wenn man die Zukunft sieht, dann muss man die Jugend sehen. Und wenn man die Jugend sieht, muss man die Bildung sehen. Und unser damaliger Präsident, der Professor Dr. Otto Meitinger, war er ehemals der Präsident der TU in München, hat den Puls am Wissen der Jugend gehabt und war auch ein Grand-Senior, der die Idee hatte, mal darüber nachzudenken, und war dann auch recht schnell im Grunde genommen im Kultusministerium in Bayern vorstellig, und da hat man sich dann verständigt, dass es ein guter Weg ist, und seitdem werden wir eben der Partner sein mit dem Kultusministerium zusammen für die 7 Regierungsbezirke Bayerns, sprich 8 Gymnasialbezirke, weil München 2 hat, die Preise auszuwählen und zu vergeben. Wie haben denn die Schulen damals reagiert, wenn Sie das wissen? Ich denke, die Frage ist natürlich immer ein bisschen Skepsis, wenn es was Neues kommt, das ist überall das Gleiche. Aber es wurde mit einer sehr starken Intensität seitens des Ministeriums und dem Ministerialbeauftragten in diesen Gebieten rübergebracht und angelobt, es zu tun. Und es hat ja der erste Preis vergeben war, oder die erste Epoche vergeben war, mit 8 Preisträgern und einem Landessieger, und dann auch dieses unglaublich schöne Erleben, nach München fahren zu dürfen, wenn man zum Beispiel aus Würzburg kommt oder aus Nürnberg oder Passau, und im Bayerischen Landtag, im Maximilianeum, aus der Hand der Landtagspräsidenten oder des Landtagspräsidenten, wer es eben immer ist, und aus dem Repräsentanten, dem obersten Minister vom Kultusministerium, einen Preis verliehen zu bekommen und dazu auch noch einen Scheck, dann ist das schon ein unglaubliches Erleben für die jungen Leute. Und ich denke, das Wichtigste, auch eine wahnsinnige Motivation und ein Feststellen, dass sich die Arbeit gelohnt hat, dass man nicht umsonst gebüffelt hat. Und viele von denen wir die Preise gegeben haben, haben dann einen viel schnelleren und intensiveren Einstieg in ihr weiteres Studium gehabt. Also das, glaube ich, ist der Hintergrund, nicht bloß das Geld, sondern das Erleben, dieses Respektieren einer Leistung vor all den anderen, und eben das in München im Maximilianeum. Ich komme gleich noch auf die Bedingungen des Preises zurück, also auf die Rahmenbedingungen dazu zurück. Vielleicht zuerst auf die Seminararbeit. Wie muss ich mir das vorstellen? Es gehört ja nicht zum Abitur selbst, sondern es wird einfach ausgelobt. Schreibt eine solche Arbeit? Oder, nein. Wie ich das zu verstehen habe, es kommt ja ehemals aus der sogenannten Facharbeit beim G9-Gymnasium, wurde dann umbenannt in Seminararbeit. Aber es ist eine erste, ich sage mal Anführungszeichen, wissenschaftliche Arbeit, wo man die Abiturienten hinbringt, um etwas selbst zu sondieren, aufzugreifen, Literatur zu lesen, Erkundigungen einzuholen, selbst etwas zu tun, um dann eine Arbeit zu machen und ein Training zu haben, dann später als Student das richtig perfekt zu machen. Und es ist so, dass es nicht in allen Fächern eine gibt, weil ein Gymnasiallehrer muss ja auch gewisse Betreuung haben. Es werden immer in Klassen vielleicht, sage ich mal, 3 oder 4 in Mathe machen und die anderen in Bio oder in Geschichte. Und da ergibt sich eben in den verschiedenen Schulen unterschiedliche Situationen. Wir hatten einmal eine Facharbeit in Wirtschaft, was außerordentlich selten war. Und diese Arbeit in Wirtschaft, die stammte vom Max-Josef-Stift hier in München, einem Mädchengymnasium. Und die behandelte die Geschichte von heute noch auf dem Markt befindlichen Betrieben, die ihrem Logo haben, ehemaliger bayerischer Hofposementier oder Hoflieferant. Das führt mich direkt dazu,
ich war in verschiedenen Jurys auch selbst und ich kann es mir als nicht so ganz einfach vorstellen, aus diesen verschiedensten Gebieten dann Preisträger herauszufinden. Der Weg geht natürlich eindeutig über das Ministerium, da gibt es gar keinen Rettich, das ist so, und für uns wäre das nicht machbar. Wir sind ehrenamtliche Clubmitglieder, die sich da auf die Fahnen heften. Und das Ministerium hat eben diese Auslobung hinausgegeben in die Gymnasialbezirke. Die Ministerialbeauftragten geben das wieder weiter an die Gymnasien. Und es gibt sicherlich eine ganze Menge von Gymnasien, die sagen, interessiert mich nicht, kann ich mir vorstellen, ja. Und andere, die sagen, das ist eine schöne Situation, auch unsere Schule zu profilieren und günstig darzustellen. Und wenn ich dann Gebiete habe, wo ich besonders stark bin, dann haben wir in unserem Buch, das wir rausgeben, sind aufgelistet, wie oft schon möglicherweise ein Gymnasium da war. Da gibt es eines, das hat 5-mal schon den Preisträger gestellt. Mhm. Das heißt, da wird auch noch gefördert. Und all diese Arbeiten werden dann eben nach der Bewertung, es muss bei uns bis jetzt leider Gottes eine Einzelarbeit sein, die wird dann herangezogen und der Ministerialbeauftragte sondiert mit dem Ministerium die Vorschläge, wen Sie sagen, ist zum Beispiel aus dem Bericht Schwaben oder aus dem Gebiet Oberfranken, Unterfranken oder sonst wo eine würdige Arbeit. Die werden uns im Vorgriff vorgestellt, wir können die in einer gewissen Zeitspanne durchlesen und überarbeiten, uns eine Meinung bilden und dann im gemeinschaftlichen Gespräch tauschen wir unsere ganz persönliche Meinung aus und kommen dann A zur Überzeugung, es ist eine preiswürdige Arbeit oder es ist keine preiswürdige Arbeit und dann, wenn es eine gewesen war, manchmal gibt es, wo eine Arbeit diesen Status nicht erreicht und wenn es dann eine war, grenzen wir noch aus und sagen, gibt es zufällig von diesen 8 Arbeiten eine, die die beste ist? Ja. Und auch da hat es schon gegeben, dass es nicht nur eine war, sondern vielleicht 2. Ja, also ein ziemlich aufwendiger Prozess, das Ganze zu tun. Kommen wir vielleicht dann direkt zu den Themen. Wie sieht das aus? Ja gut, wir sind der Bayerische Club. Das sagt eigentlich schon fast alles. Ich sage immer gern, wenn mich einer fragt, wer ist denn der Bayerische Club? Habe ich gesagt, das Wichtigste ist das Wörtchen der. Wir sind der Bayerische Club. Es gibt keinen anderen, der vergleichbar ist, sage ich mal. Uns gibt es seit gut 100 Jahren. Bei uns waren eben Persönlichkeiten wie Universitätsprofessoren, Museumsdirektoren, Rechtsanwälte, Ärzte, Mitglieder des Wittelsbacher Hauses oder Unternehmer, Richter. Die haben sich zusammengefunden, um Bayern in seiner kulturellen herausragenden Situation weiter darzustellen. Und im Rahmen des Abiturs, sagen wir nun, soll in herausragender Weise mit einem kulturbezogenen bayerischen Thema sich jemand befassen. Und es kann in jedem Schulfach sein. Wir haben zum Beispiel einmal in Biologie eine Arbeit gehabt, die kam aus Unterfranken, wenn ich recht entsinne, die befasste sich mit den Streuobstwiesen. Es gab einmal in Latein eine Arbeit, die kam aus Würzburg. Da wurde ein Text gefunden von einem römischen Soldaten, der noch nicht übersetzt war. Wir hatten einmal eine Arbeit in Griechisch, der befasste sich mit dem Vergleich des Pantheons und der Valhalla, bautechnisch. Wir hatten einen Bericht in Chemie. Da war die Frage, wie gelingt aus chemischer Sicht am besten eine Schweinebratenkruste? Aber das sind die Ausnahmen. In der Regel sind es doch die Themen, die aus der Geschichte kommen, die aus der Biologie kommen. In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel eine wunderbare Arbeit in Kunst. Dieser junge Mann hat sich mit der Idee einer architektonischen Planung eines Sport- und Erholungszentrums am Brombachsee befasst. Das ist ein künstlicher See in Franken, wo heute schon viele Segelwettbewerbe stattfinden und Ruderwettbewerbe. Ich war mal dort. Da war die deutsche Meisterschaft der Korsarsegler. Das ist er dort. Und er hat die Nachbildung eines Mühlrades gemacht. Wenn Sie sich also ein Wasserrad vorstellen, ein Mühl mit den Schaufeln, ja. Und er würde die eine Hälfte von 180 Grad aus der Erde raufschieben und die andere Hälfte geht unters Wasser hinein und beherbergt andere Dinge, also grandios. Das ist stark. Wir hatten in diesem Jahr den Landessieger, das war in Biologie, der hat sich befasst mit der Formenvielfalt der Pflanzengallen am Eichelberg und ihre Zeug aus dem Reich der Insekten mit Nachtfotos, wo diese Insekten Eier legen und ich weiß nicht was. Toll, ja. Wissenschaftlich. Toll. Aber es gab zum
Beispiel auch eine Arbeit in Geschichte und Religion, beides zusammengefügt, über die Biografie einer Thea Salheimer. Und dann stellt sich raus, dass es eben die Mutter war von unserem fernsehbekannten Herrn Wolfson. Traumhaft. Wir hatten dann eine Arbeit in katholischer Religionslehre. Auch sowas gibt es noch, dass man in einem solchen eigentlich im Gymnasium Randfach vielleicht eine Abiturarbeit schreiben kann. Die junge Dame hat sich befasst mit der Frauenpower in der Kirche. Und als Beispiel nahm sie die Äbtissin von Waldsassen, die Lutetia Fech, eine Ordensfrau, die über ihren Klosterrand hinauszuschauen vermag. Das war das eine. Wir haben natürlich auch geschichtliche Punkte abgehandelt über eine Zeitung, ob die Zeitungsberichte abgedruckt einen Tag nach dem anderen kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs, der in der Realität sprachen, oder ob es einfach Verlängerungshypothesen waren, also eine wunderbare Arbeit. Also das geht alles, wir haben alle Fächer schon gehabt und ich denke, die meisten sind natürlich in Geschichte und in Biologie, weil es auf der Hand liegt. Diese Seminararbeiten werden ja in Ihrem internen Bericht vermerkt und Sie sind dort auch nachzulesen. Gehen die auch sonst irgendwelche Wege in die Öffentlichkeit für diese jungen Leute? Können die verwenden oder eher nicht? Da habe ich keine Kenntnis. Wir haben also in verschiedenen Punkten schon Nachfragen gehabt nach gewissen Arbeiten, aber ich möchte da das Copyright schützen und wir geben einfach diese Nachfragen an die Abiturienten weiter und an die Lehrer, die sie betreuen, und die werden dann selbst agieren. Ah, okay. Was natürlich passiert, wenn wir die Preisverleihung haben, sie ist jeweils ungefähr so die ersten 3-4 Wochen eines neuen Schuljahres, dann werden natürlich alle Zeitungen der bezogenen Städte neugierig und schreiben dann über ihre Schulen, wo so etwas passiert ist. Und ich denke, dieser Preis ist ein starker Rückenwind. Sie hatten es am Anfang schon kurz angedeutet. Rückenwind für die jungen Leute, die jetzt sagen können, ich habe einen wirklich wertvollen bzw. renommierten Preis. Der hilft sicherlich bei Anfragen, entweder bei Berufswahl oder beim Studium oder was auch immer, oder? Haben Sie da Erfahrungen? Da bin ich überzeugt davon. Wenn Sie in der Wirtschaft tätig sind oder woanders und Sie haben verschiedene Bewerber, und einer kann Ihnen sagen, hat ein Stück mehr gemacht, als nötig ist, dann wird er eher genommen wie der andere. Vielleicht nochmal abschließend zu den Themen und Bayern. Es ist ja enorm vielfältig. Dieses Land ist riesig groß. Es gibt ganz viele Geschichten, aber auch Geschichte. Wenn die jungen Leute sich darauf einlassen, auf diesen Preis im Sinne von, ich schreibe jetzt meine Arbeit, gibt es irgendwie eine Art Anleitung, was da erwartet wird? Oder können Sie da machen, was Sie denken? Das entzieht sich jetzt eigentlich meiner Kenntnis, aber die Formulierung, dass es mit der bayerischen Kultur im Wesentlichen zu tun haben soll, diese Information bekommen die Schulen und die Lehrer, die diese Arbeiten betreuen, vom Ministerium und vom MB. Und dann so den kurzen Kontakt machen dann wahrscheinlich die Lehrer mit denen. Das ist ganz sicher. Als Nachfragen. Und wenn die es nicht wissen, fragen die wiederum nach oder so. Also ich denke, da gibt es auch eine gewisse Erfahrung in den Gymnasien. Wir haben im Jahr 2019 einen Beitrag gehabt in Biologie. Da ging es um die Inseln am Zusammenfluss von der Loisach und der Isar und deren Bewuchs, wie sich das verändert und wie das Brutverhalten der Vögel dort ist. Und es bezeichnet es, dass eben im Jahr davor aus der gleichen Schule mit dem gleichen Lehrer auch eine Arbeit prämiert wurde. Also das ist immer eine Frage, wie nehme ich eine solche Herausforderung an, wie gebe ich sie weiter und wie coache ich auch als Gymnasiallehrer meinen Schülern. Ja. Aber es ist nicht anonymisiert. Sie wissen, wer das geschrieben hat, Sie wissen, aus welcher Schule das kommt und wenn so. Wenn wir zusammensitzen und sagen, ist es preiswürdig, dann wissen wir das ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Die jungen Leute kommen, werden eingeladen in den Landtag und wie läuft das praktisch? Die Einladung läuft über die Landtagspräsidentin und uns gemeinsam. Es werden eingeladen die jungen Leute. Sie dürfen mitnehmen, wen sie wollen. In der Regel ist es einfach der Bruder, die Schwester, ist der Vater, die Mutter oder die Oma.
Dann ist natürlich auch der Lehrer eingeladen, der sie betreut hat. Es ist der Schuldirektor eingeladen, der da ja einen wesentlichen Erfolg für seine Schule ableiten kann. Und es sind die Ministerialbeauftragten eingeladen. Das ist so der Kreis, der sich darstellt. Und über den hinaus, die ja nun aktiv daran beteiligt waren, ist natürlich auch politisches Leben eingeladen. Das wird durch den Landtag gemacht, über die Abgeordneten, die eine Einladung bekommen. Und natürlich auch die Mitglieder, unsere Clubfreunde aus unserem eigenen Club. Wie ist denn das Interesse oder das Echo aus der Politik? Wie ist denn da das Interesse bei uns? Also es ist, glaube ich, ein Interesse da. Und man sieht es ja natürlich unterschiedlich, wie gerade Wahlperiode ist oder nicht, wo man sich mehr oder weniger zeigen muss. Aber die ersten beiden Reihen in dem Raum, wo die Verleihung stattfindet, ist eigentlich in der Regel immer besetzt, auch mit Landtagsabgeordneten. Gibt es irgendwie ein Echo, das hineingeht in die Parteien, in die Politik des Preises? Können Sie da irgendwas zu sagen? Das sieht man in den Büchern mit den Vorworten, jeweils von Landtagspräsidentin oder vom Kultusminister, die eine ganz deutliche Sprache sprechen, dass das wirklich eine herausragende Beachtung findet, auch der Rückfluss so ist. Und ich kann mir heute zum Beispiel sagen, dass unsere neue Landtagspräsidentin beim ersten Mal natürlich gewisse Fragezeichen aufgestellt hat, was erwartet mich da. Aber inzwischen möchte sie sich das nicht mehr nehmen lassen, mit dabei zu sein und dass diese Veranstaltung im Landtag stattfindet. Können denn die Schulen das ein bisschen ummünzen in ja, Image zum Beispiel? Also ich habe inzwischen öfter mal eine Internetseite von Schulen aufgeschlagen. Und dann sieht man schon, was die dann an Erfolgen auf einer Ehrentafel sozusagen auch im Internet aufschreiben. Und da steht natürlich der Preis vom Bayerischen Club auch mit dabei und ganz oben. Wenn wir nochmal auf die Jugendförderung allgemein herausgehen, ist das ja ein Punkt, den Sie jetzt herausgegriffen haben. Ist denn von Ihrer Seite aus geplant, noch etwas zu erweitern, noch etwas, ein anderes Projekt in Sicht oder eine Idee, die Sie fördern möchten? Wir haben andere Förderungen, aber die sind, ich sage mal, ganz banal jenseits der Jugendförderung. Da sind es dann schon ja, Doktoranden oder sonst wo wir fördern. Aber für die Jugendförderung ist das der Punkt, wo wir sagen, wir möchten den jungen Leuten etwas geben, wenn sie sich bemüht haben und zu sagen, das war eine tolle Arbeit, wir respektieren das. Und wenn eine solche Preisverleihung ist, dann befasst sich unser Präsident, der Professor Dr. Scharf, ausführlich mit den Arbeiten und würdigt jede einzelne. Das ist also dann meistens eine kurze Laudatio von 5 bis 7 Minuten. Und das ist ja noch eine viel größere Bedeutung, als einfach bloß wohin zu gehen und sagen, da hast du Kuvert, hast du Urkunde und dann war es. Und natürlich für uns ist besonders interessant, wir hoffen natürlich auch, dass sich daraus irgendwo natürlich unsere zukünftigen Mitglieder auch wieder darstellen. Ja, das ist auch der Punkt. Ich meine, Jugendförderung ist ein schönes Wort. Und das, was sie tun, fördert auch die Jugend. Und die Preisträger auf jeden Fall. Und die Schulen kriegen auch ihr Teil davon ab, wie wir gehört haben. Ich habe heute ein Wort gelesen, da heißt es, ich unternehme etwas. Und gerade in diesen Dingen darf es nicht sein, was da auch stand, wir unterlassen etwas. Wir sind der Meinung, wir haben eine Überzeugung für unser Bayern, für unsere Kultur, aber auch wir haben die Überzeugung, dass das auch weitergehen muss, dass neue Impulse kommen. Bayern würde so nicht sein, wenn nicht die ganze Zeit zurück irgendwelche Impulse auch von anderen Ländern gekommen wären und wir zu den Bayern geworden sind, was wir heute sind. Und wenn wir einen solchen Preis verleihen und die Akzeptanz dieser Beachtung unserer Kultur an die Jugendlichen weitergeben, dann machen die das Gleiche, was wir als Jugendliche gelernt haben. Und das ist die Chance, dass wir das erhalten können. Also da den Mindset zu setzen sozusagen, das ist die Idee. Selbstverständlich, wie das, was Sie in der Jugend zu Hause bei den Eltern lernen. Genau. Irgendwo muss man einfache Sachen vormachen und eben unternehmen und nicht unterlassen. Und da fühlen wir uns als wahre Unternehmer. Vielleicht nochmal zu dem Bayerischen Club und seinen Aktivitäten insgesamt. Gibt es denn ein spezielles Statement, wohinter sich quasi die Mitglieder versammeln könnten? Ja, da kann ich vielleicht zurückkommen auf das, was unser Präsident im zu Jahr 2019 bei der Verleihung der Preise gesagt hat. Er sagte wörtlich, es ist kein Zufall, dass auch 2019 die Preisarbeiten Themen behandeln, die im Mittelpunkt des aktuellen politischen, gesellschaftlichen Interesses
Und die Kurse stehen, Gefährdung, Bewahrung, Gestaltung von Natur und Umwelt, ein wirkliches Thema in der heutigen Zeit, die neuere deutsche Geschichte und unsere bleibende Verantwortung, Wahrheit und Lüge in der Politik und in der gesellschaftlichen Kommunikation, Fake News sozusagen, als Mittel politischer Strategie und Taktik und letztlich die Präsenz und die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche. Ein wunderschönes Schlusswort, denke ich mal, für das Interview. Ich habe eine Menge gelernt und ich bedanke mich recht herzlich bei Herrn Josef M. Redl vom Bayerischen Club für das Gespräch, für die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben und für das sehr, sehr angenehme Gespräch. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr Dr. König.